Das Monster-Team im Einsatz, die Freunde finden wir. Keiner geht verloren, dafür sind wir hier. Kommt mit uns mit zum Monster High, hört den Schrei. Wir rufen euch Monster, Geister und Dämonen, Gespenster, Mumien, Monster, die Schule wartet schon. Kommt her, garantiert euch euer Monster-Team. La, 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 la. Die Talentshow ist schon morgen. Meldet euch alle an für die Talentshow. Ich will sehen, wie talentiert und. Und sicher ihr alle sein werdet. Oh Mann. Hättet ihr gedacht, dass es so viele fantastische Talente hier gibt? Ich habe gehört, Operetta spielt eine eigene Interpretation eines Catty Noir-Songs auf ihrem Banjo. Oh, ich liebe Catty Noir. Es ist so schade, dass sie nicht mehr öffentlich auftritt. Wartet, warum tritt Catty Noir nicht mehr öffentlich auf? Soll das ein Witz sein? Hast du etwa vergessen, was bei ihrer letzten Show passiert ist, Cleo? Nein, ich weiß, was passiert ist. Ich habe für Draculaura gefragt, falls sie es nicht weiß. Oh, ich weiß, was passiert ist. Okay, erzählt es mir. Sieh einfach hin. Also, als Monsterteam ist es eigentlich unsere Aufgabe, Monster zu retten, die vermisst werden. Eine hervorragende Idee. Das machen wir. Na toll. Wenn ich die Monsterkarte benutzen will, um mit reichen und berühmten Stars abzuhängen, sagt ihr nein. Und mit einem Mal ist es eine hervorragende Idee. Nur noch einen Tag und ich habe nichts, was ich bei der Show zeigen kann. Oh, ich weiß es auch noch nicht, Laguna. Ich weiß was. Wenn wir einfach mein bisschen Talent und dein bisschen Talent kombinieren, sind wir zusammen talentiert. Hm, klingt, als ginge das auf. Dann los! Catty Noir, Existo Monstrum! Oh, das ist mein Fuß! Oh, Entschuldigung. Oh, meine neuen Schuhe. Ich kann sie hören. Das ist auf jeden Fall Catty Noirs Stimme. Aber wo sind wir? Ich sehe überhaupt nichts. Hold your head up high and look up into the night. Oh, da ist sie. Bitte hör bloß nicht wegen uns auf zu singen. Monsterfreundin, du klingst einfach schaurig schön. Von welchem Ort kommt ihr denn? Von einer Schule. Sie heißt Monster High. Das sind Cleo, Claudine und ich bin Draculaura. Nett, euch kennenzulernen. Ich bin... Catty Noir, wissen wir doch. Nun, mein Glückwunsch. Ihr seid die einzigen Monster, die mich singen gehört haben seit... Tja, ihr kennt wahrscheinlich das Video. Welches Video? Keine Ahnung, wovon du da redest. Oh... Wer interessiert sich für dieses Video? Deine Fans wollen, dass du zurück auf die Bühne gehst. Ja, so ein winzig kleiner Unfall kann dich doch nicht wirklich von neuen Auftritten abhalten. Könnt ihr euch an die Größe des Sterns erinnern? Das ist ein äußerst riesiger Stern. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an neue Auftritte denke. Aber allein die Vorstellung von einem großen Publikum. Wie wäre es denn mit einem ganz kleinen Monsterpublikum, hä? Huh? Was soll das heißen? Komm mit und sing bei der Monster High Talent Show. Oh, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für eine große Show. Oh, die wird nicht groß. Nur ein kleines, winziges, klitzekleines Aufwärmkonzert. Damit kommst du wieder auf die Pfoten. Klitzeklein, ja? Das klingt okay. Gut, abgemacht. Du kommst mit mir zur Monster High, singst in der Talentshow und ich werde deine Managerin. Ich nehme nur 10% vom Ticketverkauf. Moment, wie war das gerade? Oh. Monster High, Exto Monstrum. Das sieht gut aus. Brauchen wir nur noch einen guten Platz für unsere Talentshow-Trophäe. Oh. Ah!
eine gute Show-Einlage. Wir haben noch viel zu tun. Okidoki, Catty. Wir haben die Bühne den ganzen Tag. So kannst du für die Talentshow noch proben. Wenn du soweit bist, fang einfach an. Hier, ich spiele Shooting Star auf meinem Eye-Connector ab, damit du reinfindest. Falsches Video. Ich kann doch nicht sicher sein, dass nicht wieder das Gleiche auf der Bühne passiert. Nein, so etwas wird bestimmt nicht passieren. Wir geben dir nämlich einen völlig neuen Look. Eine kleine Popstar-Rundum-Erneuerung. Ich wette, der neue Look ist perfekt für dein Comeback. Ja, eine Rundum-Erneuerung. Eine gute Idee. Ein neuer Look. Naja, vielleicht können wir es versuchen. Cattys neuen Look. Und arbeiten an der Choreo. Und deshalb sitzt hier auch Operetta. Nicht nur, dass sie monsterkrass singt, sie bringt dir auch den Groove bei. Bist du bereit zu tanzen, Schätzchen? Den hier nenne ich den Phantom-Zweischritt. Macht ihn einfach nach und versucht mitzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Tanz hinbekomme. Ja, weiter. Halt durch, Catty. Mit diesen Fotos machen wir ein monsterkrasses Albumcover. Oh. Nun, das können wir nicht verwenden. Seht nur her! Unsere Talentshow-Gewinner-Talenterfindung ist fertig! Sie ist so wunderschön! Komm, wir bringen sie zur Bühne. Sie lässt sich nicht bewegen. Ohne dieses Ding stehen wir völlig ohne Talent bei der Talentshow. Das war's. Und sind die Superloser. Cattys neuer Look? Ja. Neue Moves? Ja. Jetzt wird es Zeit für die Spezialeffekte. Wir haben das beste Bühneneffekte-Team des gesamten Showbiz. Mega-Effekt! Aber das Team war ausgebucht, also nehmen wir Deuce und Rage stattdessen. Wir haben für Catty das Beste besorgt. Feuerbälle, Raketen, ne Disco-Floor, Fingerlaser und Nebelmaschinen. Wow, wow. Cool! Okay, danke, Gier, für was immer das war. Das war ein Gedicht auf Delfinisch. Oh ja, natürlich! Und jetzt unser nächstes Talent! Herzlich willkommen, Catty Noir! Ich sehe keine Catty Noir. Kommt schon, sie muss hier doch irgendwo sein. Catty Noir, Existo Monstrum! Because we all are shooting stars. I am the light in the dark. For every one of you there is a song. From outer space above to your hearts. Hey, ich hab euch ja gar nicht bemerkt. Catty, ich kann nur sagen, dass deine Stimme unglaublich ist. Meinst du echt? Hör ganz einfach selbst. Weißt du was? Vergiss den neuen großen Look oder die Choreo oder die verrückten Raketen. Das Monster in diesem Video, das ist die echte Catty Noir. Und die wollen heute Abend auch alle hören. Ich liebe meine Fans über alles. Aber wenn sie an den Shootingstar-Unfall denken... Oh, Catty, wenn du heute Abend singst, denk einfach nicht an das alte Video. Versuch nur noch an dieses zu denken. Ich versuche es. Wir können nicht mehr auftreten. Ba-ba-da-ba-ba-bau. Riesenapplaus für Bonesy und Skelly. Als nächstes kommen Laguna Blue und Frankie Stein. Monster und Kreaturen, schlagt eure Klauen und Flossen zusammen für Laguna Blue und ihre auf keinen Fall auf den letzten Drücker Raketenschuhe. Sind Sie da drin sicher? Sie wirken irgendwie nicht sicher. Keine Sorge. Hab ich berechnet. Wie kommt sie denn zurück? Da
habe ich vergessen zu berechnen. Aber sonst habe ich alles berechnet. Okay, liebe Schüler, das war der letzte Auftritt. Also denke ich, ich nehme an, dass das das Ende der... Momentchen. Und wo ist Laguna abgeblieben? Danke, Monster High!